Ja, hallo und herzlich willkommen bei MedFit Vital. Heute gibt es mal wieder ein Gesundheitsvideo und zwar geht es um das Thema Vitamin D. Gerade jetzt in der Winterzeit wieder ein wichtiger Faktor, den man beachten sollte, wenn man ein gesundes Immunsystem haben möchte. Und da gab es vor kurzem eine Studie, da wurden in England eine halbe Million Engländer untersucht zwischen dem Alter 40 und 70 Jahren. Die nahmen regelmäßig Vitamin D ein. Und in der Studie wurde das Verhältnis Kalziumspiegel zum Vitamin D untersucht, weil es heißt ja auch von den Kritikern, dass bei Vitamin D-Einnahme entsteht immer wieder die Meinung, dass der Kalziumspiegel massiv erhöht wird. Das stimmt auch, wenn man Vitamin D einnimmt, dann erhöht sich auch der Kalziumspiegel. Aber es ist nicht so, dass es zu einer Nierensteinerkrankung kommen kann und es kommt auch nicht zu einer Arterienverkalkung. Das haben sie in der Studie festgestellt. Forschende aus dem Deutschen Krebszentrum, die haben das auch bestätigt, dass durch Vitamin D es zu einem erhöhten Kalziumwert im Blut kommen kann, aber die Personen erkranken jetzt nicht häufiger an Atherosklerose oder Nierensteine. Was die Forscher auch festgestellt haben im Krebszentrum, dass Vitamin D-Mangel häufig bei Krebspatienten ist. Die durchschnittlichen Blutwerte liegen rund 15% unter dem Schwellenwert für einen ausgeprägten Vitamin D-Mangel. Also es ist auch wichtig, auf einen guten Vitamin D-Spiegel zu achten. Und die Studienergebnisse zeigten in der britischen Studie, dass die Einnahme sicher ist von Vitamin D. Bei einer Dosierung von 400 Einheiten bis 4000 Einheiten pro Tag. Also bei den Vitamin D-Produkten, da steht dann immer so die Einheiten dran, zum Beispiel 5000 IE, das sind die Einheiten. Und wenn man in dem Bereich ist, zwischen 400 bis 4000 Einheiten pro Tag, ist es eigentlich eine sichere Sache bei Vitamin D. Nur bei extremen Überdosierungen über einen längeren Zeitraum können unerwünschte Nebenwirkungen entstehen. Und das war bis jetzt weltweit die größte Studie in der Untersuchung, wo man untersucht hat, Dosiswirkung, Beziehung zum Kalziumspiegel, also Einnahme Vitamin D, Kalziumspiegelerhöhung im Blut. Und wie gesagt, da hat man festgestellt, dass es keine großen Veränderungen gab, also keine Nierensteine und keine Arterienverkalkung entsteht. Genau, wichtig ist bei der Selbstmedikation, das heißt, wenn ich selber Vitamin D einnehme, würde ich immer persönlich davor ein Blutbild machen lassen, zum Arzt gehen, eine Messung machen lassen, dann weiß ich ganz genau, wie mein Vitamin D-Spiegel ist, ob er im Mittellevel ist oder schon gut oben angesiedelt ist oder natürlich eventuell im Mangelbereich. Dann wird es hier auf jeden Fall empfehlen, regelmäßig Vitamin D einzunehmen und dann einfach in dem Dosisbereich bleiben, 400 bis 4000 Einheiten pro Tag. Und dann hat man ein ganz gutes Level, wenn man das regelmäßig einnimmt. Ich habe ja auch so Tropfen, wo ich regelmäßig einnehme. Da sind es 5000 Einheiten. Und dann kann ich je, wie mein Spiegel ist vom Vitamin D, weil ich habe es ja messen lassen, kann ich einen Tropfen einnehmen. Und das nehme ich dann mehrmals über die Woche ein. Und somit kann ich meinen Vitamin D-Spiegel in den optimalen Level wieder reinbringen. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, welches Vitamin D ich nehme, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Dann kann ich das euch mitteilen. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis bald.